das? Ich dachte, um die hätten sie sich gekümmert. Ja, komm, geht's jetzt los? Ja, jetzt geht's los. Oh, pass auf. Okay, der ist tot. So. So, der ist weg vom Fenster. Der auch. Hast du Scanner eingesetzt? Ja. Okay. Hinter uns. Boah! Lauf, 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 lauf. Ich laufe auf die andere Seite hoch, ja. Komm mit. Ja, ich laufe auf der anderen Seite. Ja, getrennt ist jetzt nicht so geil, wa? Gerade weil du bei den Gegnern hochgelatscht bist. Ja, hab ich auch bemerkt. Hilfe! So ein Fischgesicht, Alter. So dumm von dem wieder. Er geht aus seiner Deckung raus. Springt über den Dingens. Juckt den nicht, die Granate. So, da war doch noch einer. Wo ist denn der andere jetzt? Okay. Oh, hier unten links. Da unten. Aufpassen jetzt. Jetzt mal Loot mitnehmen. Feinde nähern sich ihrer Position. Vergiss nicht den Buff. Ja, kann ich gerade nicht, aber ich mach das so lange. Vorsicht, von links kommt gleich einer. Nee, ich meine diese so Feuerwaffen und so. Feuergeschosse. Achso. Ja, habe ich leider nichts mehr. Erstmal den auf hier unten links, Alter, der ist fast tot. Genau. Jetzt oben rechts, oben links meine ich. Okay. Alles jetzt klar. Auch. Ey, der einen guckt hoch. Dahin. Weg, 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 weg. Ah, oh, stecke fest. Ich geb dir Deckung. Fest. Ich geb dir Deckung. Komm mit, komm mit. Ich heil uns dann gleich. Hier unten ist noch Medipack, ne? Ja, nimm ruhig. Komm her. Ich heil uns. Geh auf den lilanen. Okay, jetzt auf den hier gemeinsam. Ja, Mann. Nein. Puh. Hinter uns, hinter uns. Wir haben sonst niemanden vor Ort. Okay. Hast du noch Scanner oder sowas? Ja, mach ich jetzt. Hast du Granaten noch? Nee, nur eine Tränengras. Nee, Brandgranate. Aber die verfände ich noch nicht für den hier. So, der ist weg. Ich weiß mal unten eine Brandgranate hin, ne? Ja, ja. Da kommt einer hoch, glaube ich. Ja. Ja. Alter, was hat der für eine Reichweite, der Bastard? Ist doch der Boss, glaube ich. Schieß auf den, der uns verfolgt, Mann. Okay. Ich mach mal unser Ding ins Spiel. Boah, sorry Leute, ey, wir müssen uns gerade so hardcore-mäßig konzentrieren. Lass uns den anderen noch machen. Den hier unten. Den hier unten. Lauf erstmal weg von dem. Lass erstmal die anderen, die klein machen. Okay. So, der ist weg. Okay, jetzt alles auf den, ey.
Jetzt alles auf den. Ja, komm reingelatscht, ja, Mann. Bei dem kannst du auch auf den links Rücken schießen. Mhm. Immer in Bewegung bleiben, ja. Boah, der unnormale Reichweite, ne? Ja. Okay. Scheiße. Moment, auf, der ist momentan auf dich fixiert. Schießt von hinten auf. Sehr schön, sehr schön. Okay, es ist auf mich fixiert. Jetzt kannst du schießen. Ich bin dabei, ich bin dabei. Jetzt guckt er wieder zu mir. Okay, der explodiert gleich. Aber das glaube ich nicht alles. Ich glaub, also ich glaub, ja. Okay, der ist wieder auf mich. Jetzt kannst du schießen. Ich denke fest, scheiße. Nice. Okay, der Sehr schön, wieder. Sehr schön. Boah, ist das unnormal geil, ey. Ja, irgendwie ist es gerade richtig nice. Okay, der ist fast down. Den ficken wir jetzt. Zack, 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 Junge. Bam, 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 bam. Yes, Alter. Nice. Der hat nur was Grünes gedroppt. Alles klar, Mann. Locker easy. Locker easy. Kenny. Kenny. Okay. Guck mal, jeder von uns hat einen Container. Geil, Mann, ja. Aber ich kann dich trotzdem sehen. Geil, Mann, ey. Deine Umrisse. Geil, ja. Ich fühle mich wie der, der. Was die Vibers auch immer sehen können. Ist die, sind die Umrisse von meinem Schwanz, wenn ich... Ach ja. So dumm einfach mal. Agent, das Stromnetz scheint wesentlich stabiler zu sein. Dank Ihnen sind wir zurück im Geschäft. Boah. Hey, du, das Rose ist schon auf dem Weg und braucht keine Eskorte. Wir sprechen uns, wenn Sie wieder hier sind. Du hattest übrigens recht, ne? Was denn? Hier kommt man wirklich wieder raus. Ja, da hab ich doch letztes Mal gesagt. Hier ist mal wieder die Tasche. Okay. Ist klar, Mann. So, warte, ich guck erstmal, was ich so alles hab. Irgendwie kann ich meine Fähigkeit neu machen. So, was haben wir denn? Tja. Du musst nicht immer die Sachen verkaufen, ne, wenn du nicht was brauchst. Du kannst es einfach so Schrott machen. Das ist auch eigentlich ganz gut. Mhm. Das mache ich gerade. Die Sachen, die ich nicht brauche, verarbeite ich einfach zu Schrott. Ich habe so viele Waffen jetzt, Alter. Lass uns erstmal hier zurücklatschen, ne? Oder, ja. Reise. Blitzreise machen. Oh. Also die Mission war auf jeden Fall gut. Mission war bisher die geilste. Scheiße. Lö, 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 lö. Mein Gott, wie lange dauert denn die Blitzreise bitte? So blitzmäßig ist es jetzt nicht, ja. Ich habe Blitzreise gemacht.
Hab gewartet und jetzt bin ich bin immer noch da, wo ich bin. Noch ein Bug. Wahrscheinlich hast du einfach den falschen Punkt ausgewählt. Nein, ich bin dir hinterher gejoint, weil bei mir war es schon da. Und man kann ja den Gruppenleiter auch... Ich war eben nicht da. Ich war erst am Reisen, Alter, du Fisch. Bei mir war es schon da, dann nee, bin ich hinterher gejoint. Naja, das jetzt komm ich hinterher. Sie leisten gute Arbeit, aber lassen Sie jetzt nicht so, warte, Cutscene, gleich. Jetzt. Hey, ich bin nicht sentimental, aber Sie haben mich da rausgehauen, also danke. Ich weiß, Sie erwarten mehr als einen feuchten Händedruck dafür, meinen Arsch gerettet zu haben, zum Beispiel den Scheiß hier zum Laufen zu bringen. Ah, Regierungsstandard, verstehe. Schön, dass die Messlatte noch immer so tief halten, dass selbst Kakerlaken einfach drüber hopsen. Wollen Sie Qualität? Kaufen Sie es privat. So läuft das in Basra. Also ja, die Stadt lebt nicht vom Furzen und guten Absichten. Strom, Wasser und das Ganze drum und dran. Nicht, dass Sie der Erste wären. Hab gehört, ein paar von euch sind verschwunden, als die Scheiße losging. Dazu hätte ich ein paar Theorien parat. Ich meine, wenn sie da draußen die Stadt neu verkabeln, stochern sie rum, sehen sie, was sie finden. Vielleicht war es das Virus oder die Chaoten oder die Stadt hat ihr dreckiges Maul geöffnet und sie alle verschluckt. Ich würde es glauben. Ist schon mal passiert. Meine Frau hat sie auch verschluckt. Ein Wunder, dass ich noch hier bin. Das heißt, ein Pessimist ist ein desillusionierter Romantiker. Tja, wer immer das gesagt hat, ist ein Arschloch. Na los, finden Sie was raus. Ich sag Ihnen, was Sie zu tun haben. Passen Sie auf, dass diese Scheißstadt Sie nicht auch noch verschluckt. Okay. Puh. Okay. So. So. Flügel online. Dass sie auch jedes Mal wieder den Tipp anzeigen. Ja, ne? Jedes Mal. Nicht dachte schlecht. Ich mir auch gerade. Dieses neue Gerät könnte sehr nützlich sein. Gut gemacht. Okay. Cool, mehr Inventar, das ist nice. Geschütz wäre vielleicht auch mal ganz cool. So, was hole ich mir denn noch jetzt? Jetzt ist die Frage. Also. Zentralheizung schon mal nicht, glaube ich, ne? Nö, hört sich irgendwie langweilig an, ne? Das ist irgendwie gar nichts davon so geil. Boah, doch, Aufladezentrum. Ja. Ich nehme Aufladezentrum. Nur wegen dem Vorteil, wegen der Dark Zone, ne? Weil da gehen wir auch bald hin. Wir können die Infrastruktur überwachen. Wärme, Wasser. Apropos Dark Zone. Warte. Agent. Sie werden sehr beliebt sein, wenn sich das rumspricht. Im Aufladezentrum können Zivilisten ihre Geräte wieder aufladen. So, was wolltest du sagen? Apropos Dark Zone. Wir hatten ja so ein Quiz, okay, was heißt Quiz? Sie lange nicht gesehen? Ja, die sollten ja raten, wie die Legende heißt. Ja. Keiner ist irre genug, sich um das und du hast anscheinend ganz schön treue Fans bei dir. Ich meide zwar das Wort Fans, absolut, aber treue Zuschauer, ja. Das stimmt, ne? Ja, Zuschauer meine ich. Meinst du, treffen wir Dragon Lord niemals wieder? Mal. Niemals. Der hat genug, wa? Eine Legende. Legendär so. Ey, ich bin draußen. Komm nochmal raus. Vielleicht können wir nochmal ein, zwei Nebenmissionen machen. Okay, ich komme. Und dann werden wir uns mal überlegen, was wir beim nächsten Mal machen. Ich würde so, wie könnte man einen Ausflug wagen in die Dark Zone? Das Ding ist allerdings, wie könnte man einen Ausflug wagen in die Dark Zone, aber ich weiß nicht, ey. Guck mal, die unterste Stufe. Ja, die unterste Stufe der Dark Zone ist aber 10, so steht hier. Echt? Ja, deswegen. Müssen wir mal gucken, ob sich das lohnt. Boah, was hast du für eine miese Jacke an?
Schon die ganze Zeit, Alter, aber gut. Bisschen aus wie bei Assassin's Creed irgendwie. Ist auf Crack? Ja, von. Grad? Nein, von das neue Assassin's Creed. Muss ich auf Crack, kann sein. Einige Menschen werden von Cleaners bedroht. Sie müssen einschreiten. Ich werde in der Zwischenzeit kreative Visualisierung als Form der Fernunterstützung praktizieren. So. Aber die ist schön, dass dir seit 5 Folgen nicht aufgefallen ist, dass ich die gleiche Jacke anhab, Alter. Du bist so verpeilt, das gibt's einfach gar nicht. Ich weiß nicht, was ich ohne sie getan hätte. Was ist denn jetzt los, Alter? Ich hab einen Schal endlich bekommen. Woohoo! Ein miesen Nackenwärmer, Junge. Geil, ey. Sitzt. Wenn ich dir was gebe, dann musst du mir auch was geben. Ganz schön bedrohlich seine Stimme, ne? Boah, guck mal einfach. Alles klar. Direkt was Grünes gedroppt. Was ist da los? Da sind schon wieder die ganzen. Da ist schon wieder diese Gang von vorhin. Ey, yo, Alter, was geht denn dem ab? Ah, warte doch, ich bin doch jetzt Level 8. Wir haben noch Sachen gefunden, die erst ab Level 8 gehen. Ich hab, glaube ich, schon alles verkauft. Echt? Ja, aber die waren auch nicht so gut bei mir. Und ich wollte auch gucken. Ah, warte mal, das habe ich auch noch gar nicht eingestellt. Die neuen Fähigkeiten. Das hole ich mir auf jeden Fall. Anstatt die Granate, die Haftgranate, hole ich mir auf jeden Fall das Geschütz. Talente haben wir auch 2 neue. Was habe ich denn da bekommen? Das Anwenden von Inbrand auf einem beliebigen Inbrand. Okay. Nee, brauche ich nicht. Und Vorteile sind hier alle aktiv. Ey, was ist denn das jetzt? Der hat mich einfach aus dem scheiß Menü rausgeboxt, der Bastard. Ich gehe dem gleich hinterher und gebe ihm eine miese Faust. Boah. Was habe ich denn noch für einen Vorteil, Mensch? Zeig doch mal jetzt hier. So, da genau. Stimmt, die Dark Zone. Ja, ich würde sagen, wenn wir dann Level 10 sind, gehen wir auf jeden Fall in die Dark Zone direkt, Alter, direkt. Da ist schon wieder ein Gegner. Durch. Boah, wieder im Rumpeln ist der ja, Typ. Ja, ist voll geil, ey. Die hat einen Guardigan gedroppt. Der Typ hat auf jeden Fall Ahnung vom Mode. Ich mach mit einer Faust 800 Schaden, Alter, das ist doch unnormal krass. Vielleicht bist du in Wirklichkeit Bud Spencer. Vielleicht bin ich auch, wie hieß der nochmal? Dieser Schwarze, der durch Hinterhofkämpfe in die UFC gekommen ist. Weiß, wen ich mein. Wie hieß der nochmal? Der hat doch auch bei diesem einen Film mitgespielt. Wie heißt der denn nochmal? Du weißt, welchen ich mein, mit dem Bart. Kimbo Slice? Kimbo Slice! Ja, klar, weil ich mich auch Kimbo Slice, Mann. Boah, Kimbo Slice, ey, der ist so brutal. Ey, stimmt, jetzt kommt auch bald das KFC-Spiel, wollte ich schon sagen. Bald kommt das neue UFC-Spiel raus, Alter. Das werde ich mir auch gönnen, einfach so, wenn ich's kann. Ich hab noch UFC noch gar nicht gespielt, irgendwie. Geschütz, Action! Ich hab bis jetzt immer nur SmackDown vs. Raw und sowas gespielt. Damals auf der GameCube. Auf dem GameCube. Dem GameCube. Wie kommen wir denn jetzt hier rein, ne? Gute Frage. Ich glaube, die Mission ist noch gar nicht fertig hier. Wir müssen uns aufmachen. Hier ist eine Tasche. Mann, was ist denn los mit dem Charakter? Hier ist auch noch was. Go. Ein Weg in das Parkhaus finden, das steht da. Hier ist eine Tür, die man öffnen kann, vielleicht hier lang. Ja, wahrscheinlich. Musst du jetzt Dietrich wählen, oder? Nee, konnte man ganz normal öffnen, aber hier ist eine Kiste.
Hier sind zwei Kisten. Also zwei Taschen. Hä? Ah, hier ist noch ein, Raum. Boah, eine einfache Arbeitshose. Ich muss mich mal umstylen. Hä? Für die Vibers. Warum kann ich das jetzt nicht anwählen? Hä, was ist denn jetzt los? Toll, Alter. Voll verbuggt bei mir gerade. Was, passiert denn? Ich kann das nicht aufwählen. Hm. Ah, jetzt. Okay. Sieh an, sieh an. So. Schön, ein freundliches Gesicht zu sehen. Mist, wir bekommen Besuch. Wow, shit. Ich komme. Boah. Ich bleib immer an der Wand hängen. Suck, man. Jetzt der nächste hier. Von rechts kommen noch welche. Kein Problem hier. Stirb jetzt einfach hier, Mensch. Ich hab mir jetzt gerade aufgefallen, wenn man brennt, also man kann ja brennen hier nicht spielen, wenn du brennst, kannst du gar nicht mehr schießen. Echt? Ja, ich war gerade am Brennen, ich konnte nicht mehr schießen. Ich hatte erst gedacht, das wäre ein Bug gewesen. Gute Arbeit, Agent. Wenn diese armen Menschen wieder hier sind, müssen wir ihnen die Feinheiten der Meditation beibringen, um ihre traumatischen Erlebnisse zu überwinden. Ja, natürlich. Meditation. Okay, gut. Leute, das war's dann an dieser Stelle. Das wollte ich nochmal kurz reinquatschen in this mission im Part. Und beim nächsten Mal geht's dann weiter. Die nächsten Missionen sind ja schon alle freigespielt, aber ja, das machen wir dann beim nächsten Mal, denke ich. Jo. Bis wir dann Level 10 sind und dann würde ich sagen, wagen wir uns auf jeden Fall mal direkt in die Dark Zone. Ja, Leute, das war's. Danke fürs Zusehen. Wenn euch die Videos gefallen haben und ihr mehr sehen wollt, lasst auf jeden Fall gerne Unterstützung. Das sollte jeder hinkriegen, denke ich. Wer Bock hat. Zerstört den Like-Button. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.